Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, gestern habe ich kein Part hochgeladen, weil ich wirklich sehr erkältet war und durch meine verschnupfte Nase eigentlich kaum ein Wort zustande bekommen habe. Satz meine ich. Aber das ist, vielleicht hört man mir sogar noch an, dass ich erkältet bin. Jedenfalls, heute ist es auf jeden Fall besser, darum mache ich heute direkt zwei Parts, um das von gestern auszugleichen. Und als allererstes hatte ich mal vorgehabt, mit euch zu gucken, was uns denn der Boss für schöne Waffen geben könnte. Einmal haben wir diesen Cast hier, diesen krassen Zauber, den Kristallhauch. Ich schätze mal, entweder ist das so ein gerader, strahlartiges Ding, wie der Boss gemacht hat, oder es sind diese komischen Kristalldinger, die aus dem Boden rauskamen, wie so ein Nebel. Naja, werden wir nie rausfinden, außer wieder spielen nochmal. Und das hier, das Mondlichtgroßschwert. Die legendäre Drachenwaffe, die mit dem Bleichdrachen Zeph verbunden ist. Das maximale Aufladen eines schweren Angriffs setzt eine Welle aus Mondlicht frei. Der verzerrte König Osiris suchte wahnhaft nach dem Mondlicht, aber es offenbarte sich ihm nie. Fertigkeiten: Mondlicht-Vortex. Holt mit dem Schwert aus und entfesselt sturzflugartige Mondlicht. Das hört sich krass an. Boah. 26 Intelligenz. Wie viel habe ich denn bitte? Mich würde das schon mal interessieren, aber so viel Intelligenz ist schon krass viel. Kannst du vergessen. Das sind 16 Level-Ups, die ich bräuchte. Das ist schon sehr viel. Ich werde sie mir aber trotzdem erstmal holen. Ich möchte mal wissen, wie die so aussieht. Da. Wollen wir doch mal gucken. Auf jeden Fall mal cool aus. Aber ich denke, ich kann keine Moves damit machen, oder? Ne, dazu brauche ich dann schon die, die 26 Intelligenz. Ja, ich hätte es gerne mal gesehen. Spiel bestimmt auf jeden Fall noch mal durch. Aber solange bleibe ich dann als Hauptwaffe beim Ushigatana. Ich bin wahrscheinlich schon total weit dran vorbei. Da ist es ja. Okay, jetzt spielen wir dann direkt mal weiter. Weil hinter dem Boss war ja noch, ging es ja noch weiter. Wollen wir mal sehen. Vielleicht finde ich ja hinter dem Boss das, was ich brauche, um ein gewisses, um einen gewissen Versuch zu starten. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendwelche Puppen. Ja, was für Puppen? Irgendwelche Leichen hier rumliegen. Da steht ein Typ. Er will sehr wahrscheinlich gegen mich kämpfen. Und tschüss. Es ist keine gewöhnliche Leiche oder was auch immer das ist. Pfad ist. Ah, genau das habe ich gesucht. Da haben wir es doch. Ich habe schon gedacht, den finde ich nicht mehr. Gut. Jetzt kann ich auch nachher nochmal direkt einen Versuch starten, anstatt manuell weiterzuspielen. Ich hoffe, das wird klappen. Aber ich gucke mich erst hier noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Es ist keine Mimik.
Titanitschuppe. Scheinbare Wand. Keine scheinbare Wand. Ja, leck mich am Arsch. Ich gebe dir gleich Illusion voraus. Was will der mir hier sagen? Okay. Ich will wissen, was sich hier verbirgt. Ja, das sieht schon ein bisschen unheimlich aus hier. Ich werde auch gleich runterspringen. Aber ich werde jetzt erstmal noch mal kurz mich hier ein klein wenig umsehen. Weil ich habe irgendwie den Hang dazu, Sachen zu übersehen. Und das mag ich nicht. Hier ist nur der Gang gewesen. Woran sind die denn alle gestorben? Die können doch unmöglich an dem einen Fieder gestorben sein. Der hat doch gar nichts gemacht. Kann doch nicht sein. Ich meine, man kommt so weit. Hat schon eigentlich total nervige Gegner und alles besiegt. Aber nein, man stirbt an so einem kleinen Vieh. Oder kann er irgendwie was Krasses, was ich jetzt nicht mitbekommen habe, weil er so schnell tot war? Naja, ich glaube, ich habe hier nichts übersehen in dem Raum. Jetzt werden wir erstmal hier weitergehen. Na gut, hier kommt man auch ungeschadet runter, was eigentlich egal ist, weil hier ein Leuchtfeuer ist. So, also ich gehe erstmal hier weiter, bevor ich meinen Versuch teste. Obwohl, ist vielleicht doch nicht so intelligent. Ich meine, das wird wahrscheinlich der reguläre Weg sein. Vielleicht auch nicht. Naja, es ist hinter einer scheinbaren Wand. Es wird wohl kein regulärer Weg sein. Ich meine, es gab ja an dem Raum mit der Tänzerin dann noch einen Weg. Wahrscheinlich muss ich da lang gehen eigentlich. Dann kann ich mich hier eigentlich noch umgucken. Das hat ziemlich Ähnlichkeiten mit dem Startgebiet. Also von Dark Souls 3 jetzt. Ach Mann, ey. Wieder verkackt mit dem Timing. Ich glaube, bei dem ist die andere Waffe besser. Aber zweihändig. Okay. Na. Jawohl, das hat geklappt. Nice. Ah, noch einer. Okay, das Gute an dem, an der Waffe hier ist bei den Gegnern... Boah, Alter, das Schaden gedrückt. Also nochmal. Das Gute an der Waffe bei den Gegnern ist einfach, die straucheln mit fast jedem Schlag. Eigentlich mit jedem Schlag, kann man schon sagen. Problem ist nur, wenn ich bei der Schlagkombination meine Ausdauer komplett ausbrauche. Ist nicht gerade... Das ist ziemlich kontraproduktiv. Das hat wirklich sehr große Ähnlichkeit mit dem Startgebiet. Das Einzige, was hier anders ist, ist diese wirklich sehr düstere Umgebung. Mist. Gegen diese Köter. Ich will zurück und nicht zuschlagen. Aber egal, hat ja geklappt. Ich brauche das Ushigatana gegen diese Köter. Mit einer langsamen Waffe sind die Köter echt scheiße. Die kontern einen mit ihrer Geschwindigkeit einfach komplett aus. Nein, ist mit einem Hund gestorben. Ja, man muss aber sagen, die Hunde hier machen schon ordentlich Schaden. Die haben mich ziemlich runtergedrückt. Alles klar.
Leuchtet was? Wow. Ich versuch's einfach mal. Oh Gott, giftiger Nebel. Oh ja, das wird Spaß machen. Irgendwas stimmt hier mit diesem Raum noch nicht. Oh. Ja, okay. Es ist nicht einfach da unten. Es sind schwere Gegner da. Beziehungsweise sind alte Gegner da, die aber wesentlich stärker sind, als ich sie kenne. Das wird hier unten noch ein richtiges Spektakel. Das sehe ich kommen. Ich will wenigstens einen von denen direkt weg haben. Ein Backstab mit fast 500 Schaden. Und der ist gerade mal über die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte weg. Gott. Und wie viel die Blutung schon reinhauen. Durch ein Schild durch. Ah, nice. Bei dem kam meine Blutung zum Einsatz. Das hat ihn umgebracht. Nice, zwei sind schon weg. Der Rest sollte auch nicht mehr so schwer sein. Der eine steckt hinter dem anderen fest. Das ist ein bisschen lästig. Das heißt, er kommt nicht angelaufen. Und ich möchte nicht in seinen Giftnebel rein. Ach, ich glaube, der kommt langsam durch. Komm, komm. Ja, er hat es geschafft. Nice. Ich will den backsteppen, wenn es geht. Natürlich nicht. Ah, gut, da kam auch die... Nein, nicht schon wieder. So. Ja, ein Geschrei bringt ja auch nichts mehr, wenn du keine Leute hast, die dich hören. Estus Aschenring. Ah, wahrscheinlich für den Aschenflakon dann. Logischerweise. Das heißt, diesen Ring werde ich nicht brauchen. Wollen wir doch mal sehen, was sich hier noch verbirgt. Aber erstmal muss ich wieder an diese komischen Zwillingsschwertkämpfer durch, vorbei. Ah, direkt gebackstabbt. Die haben so viel Leben auch. Ich muss aufpassen, da war ja noch einer. Ach, nice. Das war zwar knapp, der wollte gerade noch zuschlagen, aber besser konnte es nicht laufen. Da war noch ein schöner Blutungsprog drin. Ah, da ist ein Köter. Ich wollte nicht treten. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, das ist eine Nachbildung vom Anfang des Spiels. Ja, das ist eine Nachbildung. Nachdem ich jetzt diese Kurve da lang gegangen bin und ich dann 1:1 Déjà-vu habe, bin ich mir ziemlich sicher, das ist der Anfang. So. Ich frage mich nur, was das soll, warum der Anfang des Spiels hier nochmal reinkopiert wurde. So, jetzt nochmal die Köter schnell besiegen. Und dann kann man sich das in Ruhe mal angucken. Oh Gott. Nein. Nicht von beiden Seiten. Die machen so viel Schaden. Wir sind nur noch drei. Ich weiß nicht, wann ich mal mehr als gegen zwei gekämpft habe. Ich kann mich einmal erinnern, dass da mehr als zwei waren, aber die haben gegen andere gekämpft. Okay. Das hätte ich geschafft. Jetzt kann ich mir das alles in Ruhe angucken. Außer da kommen noch mehr zig Millionen Hunde. Okay. Das muss es sein. Ich meine, seht euch das an. Das ist der Weg zur Kristallbestie gewesen am Anfang. Da ist sogar eine... Das sind sogar zwei Kristallbestien.
Oh, leck mich am Arsch. Ich mach die, glaube ich. Ich gucke erstmal da hinten noch ein bisschen rum. Bevor ich mich jetzt mit zwei Kristallwesten gleichzeitig kloppe. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Wahrscheinlich sogar nicht immer in diesem Part. Aber trotzdem, es wird noch heute zu sehen sein. Oh, das ist der Weg zum ersten Boss. Ja, ja, eindeutig. Und wetten rechts ist jetzt noch wahrscheinlich ein Riesenschloss. Oder ist es so dunkel, man sieht gar nichts. Hier war auf jeden Fall die Aussicht zum Riesenschloss. Und dann kommt hier gleich eine Stelle, wo ein Leuchtfeuer war. Und wenn da unten jetzt noch eine Nebelwand ist, wo dann auch der erste Boss nochmal kommt, dann... Das ist echt cool, ich mag es. Da sind sogar noch die alten Viecher hier. So richtig geiles Déjà-vu-Effekt. Da haben sich wirklich was, da haben sie echt wirklich was einfallen lassen. Das gefällt mir. Ich meine, an sich kann man auch sagen, das ist ziemlich stumpf, weil die haben einfach nur die Karte kopiert und nochmal eingefügt. Aber mir gefällt einfach der Effekt. Ich glaube, die Stelle habe ich noch nicht mal gesehen im, am Anfang. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts. So. Ich wollte eigentlich backstabben, aber du willst nicht. So. Oh Mann. Alter. Hinter mir ist, glaube ich, hier genau noch ein Bogen. Armbrustschütze. Alles klar. Oh Mann. Hätte ich eigentlich mal treten können, aber was soll's. Da unten ist noch ein Weg. Da was ist. Aber ich gucke erstmal hier rein. Die Kristallbestien werde ich nicht vergessen, da brauche ich keine Angst zu haben. Die werde ich auf jeden Fall machen. Klefe des schwarzen Ritters. Meister Gandhi. Soll mir jetzt bestimmt was sagen, aber ich komme nicht drauf. Könnte das... Wie hieß der allererste Boss im Spiel? Hieß der nicht auch Meister Gandhi? Wenn der jetzt nicht verflucht ist, ist das vielleicht dann so eine Art Vergangenheit? Das ist ja voll cool, wenn man hier mal so einen Zeitsprung macht. Naja, sieht man ja bei der Hälfte dann, wenn der Phasenwechsel kommt. Dann bin ich ja gleich am Feuerbahnschrein. Oh je, der ist mit seinem Backstep-Kick da... Oh Gott. Ist der gar nicht mal so schwach. Ja, genau dieser Kick, der haut mich ziemlich runter. Ich muss auf seine Füße achten, wenn ich ihn versuche von hinten zu treffen. Was macht er da? Er hat rote Augen bekommen. Ich glaube, der ist jetzt in Phase 2. Oh Gott. Ich mag den Boss. Der hat was drauf. Der wirkt so ziemlich imposant. Aber wenn ich den jetzt First 2 schaffe, ist es eigentlich schon ein bisschen enttäuschend. Auch wenn er schwach ist, er ist cool. Okay, das ist schon mal ein gutes Hut. Der hat mich... Ich habe ihn nicht First 3 geschafft. Aber jetzt werde ich meinen Part gleich beenden. Ich werde noch bis zu den Kristallwesten jetzt vorlaufen. Und dann werde ich versuchen, so ein bisschen... mich hier noch ein bisschen genauer umzusehen. Ich glaube, ich habe noch lange nicht alles gesehen.
Also wer diesen Part hier umgeht, der hat da echt was verpasst. Also im nächsten Part werde ich dann Folgendes versuchen. Ich werde erstmal die Kristallbestien versuchen zu töten. Und dann werde ich den Boss angreifen. Ich glaube, ich werde die Kristallbestien auch nicht First Try schaffen. Die sind immerhin. Kristallbestien sind nicht gerade schwach und es sind zwei auf einmal. Am besten lasse ich die kommen. Weil wenn ich da jetzt runtergehe, dann habe ich das Problem. Da stehen dann zwei hinter mir. Das ist scheiße. Den habe ich voll vergessen. Oh mein Gott. Das war. Oh Mann. Das war so ein richtig scheiß Assi-Assassin-Move von dem gerade. Also gut. Das war's dann mit dem Part. Also. Bis zum nächsten Part. Ciao.